So, jetzt war für uns natürlich die Frage, wie bekommen wir Judith hierher, ohne dass sie merkt, dass da was läuft. Uns ist da eine etwas riskante, zugegeben, aber sehr sinnvolle Vorgehensweise eingefallen. Wir haben uns gesagt, wir packen Judith bei ihrer Herzensangelegenheit, nämlich bei der Musik. Und dafür haben wir uns auch einen sehr kompetenten Partner gesucht, nämlich den Musikproduzenten und Komponisten Arnold Fritsch. Wir haben Judith erzählt, dass es doch schön wäre, den kleinen Film für das Landesfunkhaus mit ihrem Lied Farewell zu gestalten. Leider gibt es ja davon noch keine Aufnahme. Und wir haben es geschafft, dass sich der Komponist und Musikproduzent Arnold Fritsch bereit erklärt hat, Judiths Lied zu produzieren. Was Judith nicht weiß, es wird gar keine kleine Musikproduktion, sondern Arnold Fritsch arbeitet mit viel Aufwand daran, aus dem Lied eine ganz große und tolle Musikproduktion zu machen. Und deshalb war es vorher ganz wichtig, dass Arnold Fritsch Judiths Stimme schon einmal aufnehmen kann, um alles in der richtigen Tonart zu arrangieren. Dieser bemerkenswert hohe Aufwand barg das Risiko einer Aufdeckung unserer Absichten in sich. Aber Judith ist uns nicht auf die Schliche gekommen. Und so haben wir es geschafft, eine Überraschung vorzubereiten, ohne dass Judith den wahren Grund erahnte. Sie hat ungewollt sogar an ihrer eigenen Überraschung mitgewirkt. Lass mir den Bauch mal raus. So, im Moment ist Judith zusammen mit Arnold Fritsch hier im Hause. Sie sind noch in einem kleinen Tonstudio, singen sich dort etwas ein, denn man hat ihnen gesagt, das große Studio ist noch belegt, Kunststück, wir sind ja hier. Aber wir werden sie jetzt gleich hier herüberlocken, die beiden, Judith und Arnold. Und Judiths Eltern sind, soweit ich weiß, auch mit dabei, denn die lassen ihre Tochter natürlich nicht alleine nach Leipzig fahren. So, liebe Kollegen, nun mal los, unterbrecht mal die beiden und schleust sie hierher zu uns ins Überraschungsstudio. Hallo. Jetzt können wir rübergehen, ne? Guten Abend. Das große Studio wäre jetzt frei. Na, dann gehen wir jetzt mal rüber. Ja? Okay. Kommt. Judith und Arnold und die Eltern. Wir müssen jetzt hier. Ach so. Hier hindurch. Herzlich willkommen, Judith Herrmann. Hallo, schönen guten Abend. Axel okay. Bulthaupt ist mein Name. Ja, hallo. Guten hallo. Tag. Hallo. Arnold, vielen Dank. Hallo, Axel. Wenn Sie bitte rübergehen, Sie werden ja gleich noch gebraucht. Frau Herrmann, Herr Herrmann, schönen guten Abend. Frau Herrmann, freuen Sie sich, im Fernsehen zu sein? Mir fehlen die Worte. Ihnen fehlen die Worte. Ja. Macht nichts. Wir haben vorne wunderbare Plätze für Sie reserviert im Publikum. Ja. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung. Dankeschön. Judith, was machen wir beiden? Ja, ich weiß es gerade auch nicht so ganz. Na, dann schleichen wir uns mal an die Couch ran. Nehmen mal Platz. Gut, okay. Da ist ein wunderbarer Platz für Sie. Nicht erschrecken, jetzt kommt ein Kollege, der hängt Ihnen ein Mikrofon um. Ja. Was haben Sie jetzt gerade gemacht? Also wir haben gerade ein paar Testaufnahmen gemacht im Studio. Und wie war's? Ja, schön. Ja, also ich weiß, wir haben's gesehen. Okay. Wir hatten dort eine Kamera versteckt. Mhm. Und jetzt wollten Sie wohin? Eigentlich ins große Studio, um Aufnahmen zu machen. Ja, jetzt sind Sie im großen Studio, jetzt machen wir hier Aufnahmen. Ja, hallo. Judith, haben Sie eine Ahnung, warum Sie tatsächlich jetzt hier bei uns bei Sonntag die Show der Überraschungen gelandet sind? Wahrscheinlich, weil ich überrascht werde. Sie sind überrascht worden, hoffentlich? Nein, vor allen Dingen sind Sie deshalb hier, weil wir Ihnen etwas sagen möchten für Ihr Engagement zugunsten krebskranker Menschen. Wir wollen sagen, Dankeschön. Wow. Dankeschön, ich danke. Wir haben eben einen Film gesehen, als Sie im Tonstudio waren, den wir gedreht haben unter einem Vorwand. Und da haben Sie über Ihren Großvater gesprochen. Das war eine sehr
herzliche und innige Beziehung, die sie mit ihm verbunden ja, hat. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben, haben sowieso ein sehr familiäres Verhältnis alle zusammen. Aber als mein Opa noch da war, wir haben fast alles zusammen gemacht. Also wir haben immer zusammen Abendbrot gegessen, das machen wir heute noch. Im Garten haben wir zusammen gegrillt. Es ist einfach schön gewesen. Judith, Sie stecken gerade mitten im Abitur. Ja. Wie ist da der Stand der Dinge? Also die schriftlichen Prüfungen habe ich jetzt hinter mir. Das waren Deutsch, Geschichte, Mathe und Spanisch. Gibt es da schon Ergebnisse? Nein, die gibt es erst am 2. Juni. Und wie ist das Gefühl? Bei manchen ganz gut, bei Mathe eher nicht so. Ah, okay. Das kenne ich von aber früher. Ja, gut. Wie war die Zusammenarbeit mit Arnold Fritsch? Super. Also ich kann nur schwärmen. Ich habe es schon, weiß ich nicht, wie vielen Leuten erzählt. Er ist super authentisch und man kommt einfach super mit ihm klar, menschlich und auch musikalisch. Ich darf Ihnen verraten, Judith, er schwärmt nämlich auch über Sie. Weil er hat gesagt, diese Frau hat ein unglaubliches Talent und das ist schon sehr bemerkenswert. Und Judith, wir möchten Ihnen natürlich auch etwas schenken. Das liegt hier. Und zwar bekommen Sie von uns natürlich diese Musikproduktion, an der Sie mitgewirkt haben und die Arnold Fritsch sozusagen für Sie aufbereitet hat, Ihres Liedes. Dankeschön. Geschenkt. Dankeschön.